Wenn man jemandem zum Geburtstag gratuliert, wünscht man ja eigentlich ein langes Leben. In diesem Fall ist das vielleicht ein bisschen anders. Es wäre schön, wenn es weltweit so um die Pressefreiheit bestellt wäre, dass es Organisationen wie Reporter ohne Grenzen nicht mehr geben müsste. Doch die Namen Khashoggi und Kuciak stehen stellvertretend für mehr als 60 Morde an Journalistinnen und Journalisten und unzählige Bedrohungen im vergangenen Jahr. Weltweit beobachten wir eine Tendenz, Reporterinnen und Reporter zu beeinflussen, einzuschüchtern und zu diffamieren. Und deswegen ist der Einsatz von Reporter ohne Grenzen auch in Zukunft nötiger denn je. Und deshalb, ich danke den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Reporter ohne Grenzen von Herzen für 25 Jahre wichtiger und auch erfolgreicher Arbeit. Und ich wünsche der Organisation viel Kraft für die Zukunft.